Ich versuche zu verstehen, wie eine Religion, wie das Christentum, die in unteren Schichten des Römischen Reichs entstand, am Ende zur Religion des gesamten Reiches werden konnte, mit Wirkung bis heute. Eine Frage ist, unter welchen Umständen Religionen gewalttätig werden. Was führt dazu, dass Botschaften, die als friedlich daherkommen, dann in Gewalt münden können? Eine andere Frage ist die nach der Verbindung von Christentum und politischer Ordnung. Zunächst mal ist ja diese Verbindung für uns selbstverständlich, vom Mittelalter her, doch zeigt sich immer wieder, welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben, wie wenig das Christentum sich integrieren lässt, welche Dynamiken das Christentum auslöst. Es ist motivierend, das Interesse, die Neugier der jungen Kolleginnen und Kollegen zu erleben. Wichtig ist mir, dass die jungen Leute Freiraum haben und dass sie eine lebendige Diskussionskultur erleben.